Willkommen zurück zu einer neuen Challenge vom LS19 Challengers Projekt zusammen mit dem Randy. Grüß dir. Hallo, grüß dir. Hallöchen, meine Freunde. Dem Stefan. Mahlzeit. Und natürlich auch dem Werner. Hallöchen. So, heute haben wir folgendes Problem. Wir sind in Italien und hier wurde ärgerlicherweise vergessen, die Kühe zu füttern und die brauchen ganz dringend Futter. Und deswegen heißt es jetzt gleich mit dem Ladewagen loslegen. Der ist ärgerlicherweise allerdings viel zu schwer, mit einer viel zu kleinen Maschine ausgestattet. Und damit müssen wir uns dann irgendwie durch die Berge quälen. Und auf dem Weg, hat man mir gesagt, wartet einiges an Überraschungen. Wird großartig. Ich würde sagen, los geht's. Seid ihr alle ready? Ja. Ready. Dann geht's los. Halt, meine Motorhaube ist öff. Ja, nicht mehr. Warte mal. Moment, da muss ich mal auch zumachen. Hallo. Sag mal. Gut. So. Dann geht's los in 3, 2, 1, let's go. Ihr wart viel näher dran. Jungs, Fehlstart. Storno, bitte. Storno, Kasse 2. Kann man den... Ach nee, fahr doch. Oh nee. Sag mal, was haben wir hier an die Finn-Fahrzeug genommen? Ach, ja, das ist hier, die Moneten sind ein bisschen knapp, deswegen musst du jetzt ein bisschen... Aber es ist gut gepflegt. Ich weiß nicht, wie viel PS, aber ich glaube, es hat nicht mehr als 50 PS. Wieso kann ich hier nicht ankuppeln? Manuelles ankuppeln. Oh, schön, danke für die Info. Ich hab's auch erfahren müssen. Ja. So. Oi. Weil die Dinger haben ja Kolli. Ehrlich? Mhm, super. Wer sich jetzt mal wieder fragt... Oh. Wow. Wo geht's wieder raus? Hier, wo wir angefangen haben, ne? Wer sich jetzt mal wieder fragt, wer hat diese unmenschliche Challenge vorbereitet? Grüße an den Erich. Geht das scheiß Ding nicht an. Zapfwelle anmachen, Kabel anbringen. Was sind jetzt wieder für Kabel? Die Hydraulikschläuche mit der Taste Y. Hä? Ja, es geht Y, dann macht er nur die Zapfwelle und das war's. Er muss dann länger gedrückt halten. Jungs, es geht los. Was ein Schwachsinn. Sag mal, also... Oh ja, das ist das erste Mal LS19, oder? Was ein sinnloser Blödsinn. Also es ist, ich muss vielleicht dazu sagen, es ist so mit das erste Mal, dass... Was? Es ist so mit das erste Mal, dass eine Challenge große Überraschungen hat und auf den letzten Metern vielleicht noch ein großer Turn stattfinden könnte, sagen wir es mal so. Aber oh nee. Das muss ja auch ein bisschen spannend bleiben hier, ne? Jungs, ja. Der knattert also sich hier ein zurecht. Wahnsinn. Ladewagen muss voll sein, ne? Ja, der muss voll sein. Gut. Und das sieht man ja Gott sei Dank auch ganz gut bei den Dingern, ne? Also, wenn der Randy sagt, die halbe Fuhre reicht mir. Ah ja. Heute nicht. Storno haben wir dann. Und ein ganz großes Problem. Oha. Jungs, hab ich den schnelleren Traktor bekommen oder was ist mit euch denn? Ja, Randy. Ja, weiß auch nicht. Wieso bist du schneller als ich? Ja. Man fragt sich, ne? Ja, man fragt sich. Ich hab einen Verdacht, aber ich will ihn nicht äußern. Ja, will ich auch nicht. Lassen wir mal einfach so nachklingen. Soll die Masse der Menschen entscheiden. Aber Azal ist echt langsam, ne? Ich überhole dich auch gerade. Ja. Hm. Habe ich einen schlechten Trecker ja erwischt. Oh, der quält sich hier. Leco mio grande, da. Männer macht es gut, ne? Ja, ja. Grüße. Hey. So, warte mal, mir wurde gesagt, der Weg ist beschildert, ne? Ja. Sehen wir mal gleich. Ich hoffe, ihr habt genug Sprit mit. Mhm. Das wär's noch. Ey! Ja. Ey. Sauber sinkt, sehr gut. So, Jungs, Abfahrt. Ah, herrlich. Wer bremst, verliert, habe ich gehört. Aber wir müssen eine Straße fahren, ne? Nicht hier. Man kann's angeblich nicht verfehlen. Genau. Also rechts abbiegen da vorne, ja? Okay. Gut. Was für ein Ding? Oder geradeaus, hoch die Serpentin. Guck doch einfach, wo die Schilder stehen, mein Junge. Ja, wahrscheinlich haben wir zwei Schilder, aber geradeaus und aber rechts. Deswegen hat es mich gewundert. Mhm. So, abbaut auf Tage. Oh nö, da sehe ich doch schon wieder was da oben.
Oh, nö. Was ist da oben? Nö. Nee, ich lasse euch selber gucken, Jungs. Nix verraten hier. Oh, nö. Oh. Kann ich umdrehen, bitte? Wir sind alle große Oldtimer-Freunde. Mhm. Ich hoffe, niemand verflucht diesen herrlichen Deutz. Oder was ist das ja? Deutz, ne? Luft müsste Deutz sein, ja. F irgendwas. Ja, schon die Updates, irgendwas. Der Markenfreund. Ja, ja. es gibt ein Grüner, ne? Also John Deere Deutz, das hast du nicht gesehen. Irgendwas gibt's da. Nett. Müssen denn auch die ganzen 65.000 Liter ankommen? Das wäre gut, ja. Schön. Okay. Die kannst du auch unbeabsichtigt nicht verlieren. Also kann ich nicht einfach so in der Steigung mal den Deckel hinten aufmachen? Nein. Okay. Gerade. Och, Alter. Was ist denn los, Randy? Da ist ja mal gegen Posten gefahren. Das ist ein scheiß Verkehrszeichen, hängt mir zwischen den Reben. Ja, ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ist ein bisschen laut, ne? Ja, ja, auch, ja. Angenehme Gesprächsatmosphäre ist hier hergestellt worden. Oh nein, ich hab gebremst am Berge. Oh, Stefan. Ja, ich komme hier nicht vorbei. Also, ja, weißt du, was der Bauer Hermann mal gesagt hat? Ich sag's jetzt nicht. Fahr doch vorbei! Achso, okay. Alter! Nee, vergiss es. Dorno! Komm wieder runter! Okay, tschüss! Stefan, mach jetzt keine Faxen, ne? Wenn du rollen lässt, ne? Dann haben wir beide ein großes Problem. Ich kann abkoppeln, wenn du willst. Junge, 7-Kalber! Abkuppeln ist eine 5er-Sackbombe. Komm, Stefan. Ah, nee, Werner, das kostet mehr. Ja, ja, so ist das mit den YouTubern. Oh, dann oh, diese da raus. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Oh, Leute. Ja. Wer hat das denn geplant hier? Der Erik, der ist immer wieder ein Garant für schlimme Überraschungen. Hier gab's einen kleinen Unfall, glaube ich. Ja, ich guck mal hier, warte. Fahr doch vorbei! Schieb mir mal gekonnt weg hier. Ah, komm. Zieh! Oh, Unfall! Unfall! Drama grande! Danke an den Werner fürs Freistaufeln. Ja, danke für nix. Ich muss jetzt zweimal zurücksetzen. Ja. Das hat irgendwie was von Alpes hier, von Radfahren, irgendwie, wenn die den Berg da hochspringen. Aber ich glaube, die sind schneller als wir. Oh, hier ist ja was los. Was hier wohl passiert ist. Können wir kurz anhalten? Ich muss ein paar Fotos machen. Ja. Mach das mal. Mach mal. Oh. Halt ruhig an. Ich habe unseren Endgegner gefunden, Jungs. Freut euch. Okay. Wir gucken gleich mal. Werner, du bist noch nicht am Ziel, oder? Nee. Dann hast du auch noch nicht den Endgegner gefunden. Ehrlich? Okay, dann habe ich die Ankündigung für den Endgegner gefunden. Das ist schön. Übrigens, diese ganze... Es ist wirklich belastend hier heute, ne? Ach, nö. Also das kann man anders nicht sagen. Und das müssen wir relativ lang ertragen. Die Strecke geht lang. Das ist einfach... Ja? Ist heute zu... teilweise ist es fahrisches Können, teilweise aber auch einfach nur aushalten heute. Wieso bleibe ich jetzt hier hängen? Hallo? Ja, wir haben die Kiefern wieder. Nein, Erich, ich hasse dich, ey. Och, nö. Oh, hier sind eine Baustelle, Bauarbeiter hier sogar. Grüßen wir doch mal nett. Grüße. Hallo, Mahlzeit. Ja. Warum bin ich Erster? Weißt du, ich bin doch schon wieder im Nachteil hier. Warum? Hier liegt ein Baum quer über die Straße. Ah, ärgerlich. Jetzt erklärt sich die Kettensäge, wa? Aber warte mal. Nee, warte. Ich bin falsch gefahren. Nein. Besser ist, Stefan. Nein. Ah, da wollte jemand abkürzen. Oh, wow. Ja, da zieht er noch mal kurz raus. Immer. War doch vorbei. Schrei mir die an. Ich habe ein bisschen eilig hier gerade. Ja, ich habe Terminfracht. Ach, Werner. Grüße. Wieso? Ruhe. Randy, wir nehmen jetzt hier seit einer Viertelstunde oder seit 10 Minuten auf. Ich hör von auf jeden Fall nehmen wir seit 10 Minuten auf oder auch seit 4 Minuten. Ey, fahr! Ich hab noch ein bisschen Schwung. Fahr! Ja, ich fahr doch schon, Mann. Oh, nee, jetzt häng ich hier. Ich trenne das durch, du. Nee. Den Baum hab ich schneiden müssen, ne? Ja. Ich will eine halbe Minute Vorsprung haben. Ja. Stefan, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich dich einfach hasse. Hä? Ich drück voll durch? Ja. Jetzt bin ich hier im Zaun hängen geblieben, weil ich dich überholen wollte. Ja. Geschieht dir recht. Nee. Merkst du was? Nee. Ja, jetzt nochmal zurück zu Randy. Ja. Wie ist die Lage? Schlecht. Wie ist die Lage? Hoffnungslos.
Oh! Kennst du noch Christoph Trachten von Klickzoom? Ja. Der hat früher immer seine Interviews gestartet mit: Wie ist die Lage? Ah ja. Ja. Wollte ich mal kurz sagen. Schlecht. Ja. Was ist denn los, Wendy? Na, wir hatten am Anfang, hatten wir erstmal ein Schild als Stirne. Dann hatten wir einen Wegweiser als kompletten Stirne. Ach, oh. Und jetzt überlege ich schon, ob ich mich einfach ins Feuerwehrauto einsteige und einfach so als Grabenstück. Oh nee, Katastrophe, ja, Katastrophe hier. Und dann denkt man, man hat es geschafft. Ja, ja. Oh. Stefan, wartest du auf mich? Nee. Schade. Ich hab noch was im Ofen. Ich hab noch was im Ofen. Ein Brot zufällig? Ja, Knoblauchbrot. Das Problem kenne ich. Da habe ich durchaus Verständnis für. Oh, hier geht es. Oh, hör mal, jetzt rollt er. Jetzt rollt er. Aber mehr als 30 raus. Will er nicht, ne? Mach einen Gang raus, geht schneller. Oh. Uiuiuiui. Oh, jetzt knattert er da wieder durch. Oh, herrlich. Aber eines hält mir auf, die Italien-Map ist immer noch wunderschön, ey. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Werner, Stefan, Randy. Ja, bitte. Könnten wir vielleicht uns mal treffen und uns dann irgendwie so Oldtimer mieten und dann einfach zusammen einen Tag Oldtimer fahren? Da würde ich uns was ja sehen, ne? Mit meinem Führerschein schwierig. Obwohl, kommt auf den Kubiker halt an, ne? Ach stimmt, man muss einen Führerschein also, haben. Meinetwegen ja, aber wir haben ja immer noch das alte Date ausständig mit den Elektrorollern. Stimmt. Ah stimmt, da müssen wir erstmal. Meine Güte. Ja, wir treffen uns so wenig. Ja, Corona sei Dank. Toll. Oh, es hat geleckt in der Kurve. Ich hoffe, es sind keine Kiefern, sehr gut. Ja. Der Stefan, der heizt ja, es gibt keinen Morgen, hör mal. Ja. Oh, Mann, ruhigen. Du Gasfuß, du Alter. Nee. Bleifuß. Heute nicht. Bleifuß. Oh. Ich seh nix. Nein! Nö, die Kiefer. Och nö. Storno. Ich seh nix. Hast du Aua gemacht? Oder? Nee, ich steh einfach quer. Stehst du quer, siehst du mehr. Ich hör jetzt gleich schon schreien. Mach Platz. Geh weg! Fahr doch vorbei! Genau, da ist er. Ich wusste es. Ich häng richtig fest. Ich komm nicht mehr weiter. Ja. Kannst vergessen. Schön. Danke. Warte, bitte? Ich muss da wieder ankoppeln. Warte doch. Ja, was soll ich warten? Der rollt. Der ist schwer. Randy, das ist eine Frechheit. Ey, jetzt hat der Randy mit meinem... Ey, sag mal. Das gab's ja noch nie. Das ist ja eine Frechheit. Einfach reingetappt. Ja, Mann, was sagt der Freche? Stefan, geh zu meinen, ich kann dich anders. Ja, komm, ich hab dir den Weg zur 50 angeguckt. Das ist ja Bonde. Ich häng hier fest. Geilo. Randy, du bist einfach. Wie kann man einfach, so sein? Da tappt er einfach rein, nur weil er nicht mehr weiterkommt. Das ist richtig. Einfach frech. Ich muss dich ins Ziel führen. Ja. Komm, Randy. Genau, lass den Stefan wieder einsteigen und nimm dir den. Dass er hinten Randy, wenn du hier an der Stelle die Niederlage erklärst, ist ja okay. Dann lass den Stefan wieder einsteigen und nimm dir den Rettungswagen. Ja, das Problem ist, da komme ich nicht rein. Wieso nicht? Weil der andere ruft mit dem Passwort. Stefan, machen Sie sich bereit? Ja, warten Sie. Ja. Auf meine Gemeinde. Ich muss Ansgar erstmal irgendwie noch fernhalten. Ja. Mhm. Ich habe dein Fahrzeug übrigens befreit. Hey, fahr doch vorbei! Jetzt steht er hier wieder in der Kurve. Werner, ich hab hier auch Probleme. Und zwar ganz massive. Wo ist mein Traktor? Hast du mich irgendwo festgefahren, Randy? Oh. Nö. Werner, ich bin zurück. Ich will meinen Traktor wieder haben. Ach, das ist meiner, warte. Du kannst wieder rein, Werner. Ja, Wahnsinn. Ich hab mich auch festgefahren. Schön. Ja, Wahnsinn. Ach, da warst du das, Werner. Sorry. Fahr. Ja, ich bin. War schon. Du hast so eine Krawatte, du. Warte, ich muss mal kurz das Kabel. Ey, jetzt stehst du schon wieder an der blöden Kiefer. Ja. Tut mir leid. Du kommst hier nicht vorbei, das geht nicht. Hallo? Rückfahrkamera. Ja, ich komme hier nicht weiter. Ja, jetzt muss ich hier rangieren. Ja, du musst ein bisschen rückwärts, warte. Gut, zur Hölle geht's jetzt hier weiter. Storno, ich komme nicht weiter. Ja, bitte, nicht ganz freiwillig, ne? Ja, ich hab das Ding ja nicht hinboxiert, das war der Randy. Werner, wo das bist du? Der hat mich von hinten gerammt. Ja, ich bin weiter vorne, aber ich komme nicht mehr vom Fleck, ich bin steckfest.
Warte, ich komme gleich. Das ist ja eine Challenge hier, das ist ja der Hammer. Aber Randy, einfach frech, ne? Einfach rein. Ja, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur tappen, um in das Ding reinzukommen. Ja, aber da ging nichts mehr, ne? Da ging halt einfach nichts mehr. Achso, Stefan, mit Schwung! Ja, ich muss das mal mit Schwung hier in die Kiefern hier. Oh. Der Schlingerkurs. Oh. Oh. Einmal mit Schwung. Ja. Danke. Danke, jetzt häng ich fest. Ja, super. Das ist ein saftiger Storno. Warte mal, wohin jetzt? Geradeaus? Jetzt fahr! Warte doch mal, hier ist eine Kiefer. Ja, ich warte. Das ist hier eine Challenge. Ich kann dich überholen. Oh, lahme Krücke da. Oh Mann. Das ist die vorletzte Challengers-Folge. Und ich möchte sagen, es ist die katastrophalste von allen. Und ich schätze, einer der besten. Und wer hat wieder vorbereitet? Erich. Ja. Erich. Merkst du was, ne? Gibt hier Konstanten in dem ganzen Ding. Ja, tipptopp. Also waren wir alle drei hintereinander. Ja, man nennt Erich auch den Holzwurm. Mhm. So, weiter geht's hier. Ah! Hilfe! Nach dem Fall vielleicht auch das Holz. Ist Randy am LKW? Nee. Ich bin ganz weit weg. Also ich streck durch hier, ne? Kann ich mal einen Kaffee holen an der Tanke? Nein, nicht. Wo ist der jetzt hingefahren? Achso, weil hier. Ich weiß schon, warum ich die Map nie gespielt habe. Boah, ja, ich finde die klasse, die Map. Also ja, wunderbar. Die Map also wirklich ist wunderschön, ohne Frage. Aber ich weiß schon, warum ich sie nicht gespielt habe. Der hat ja alles und jedes eine Kollision. Ja, das stimmt. Ja, die Kiefern, ne? Auch. Ja, nee, und die kleinen Verkehrsschilder, alles hat Kollision. Außer. Jetzt fahren wir hier alle drei. Das sieht so geil aus. Einfach nur köstlich. Mit 10 km/h. Ey, was denn nicht? Ich kann nicht schneller. Ich dreh doch voll durch hier. Stefan, du kannst zurückfahren. Ich hab schon Futter für die Kühe dabei. Das reicht, glaube ich. Ist schön. Mhm. Du kannst zurückfahren. Ja. Fahr doch vorbei. Das sieht so geil aus. Aber ich glaube, wir sind bald da. Ehrlich? Ja. Ja, da halt mal kurz dann an. Dann geht die Katastrophe erst richtig los. Oh, ich habe mich verschalten. Uiuiui. Das sind Storno in der Kupplung. Ja. Männer, gib Gas. Warte. Ah. Nee. Und jetzt machen Abwürger. Jetzt geht's weiter. Ja, Werner, komm, gib zu. Du hast einfach nur angehalten fürs Thumbnail. Komm. Nein. Nein. Ach, so was mach ich nie. Vor allem nicht mit deinem Namen drauf. Ja, ja. Liebe Leute, ihr werdet sehen. Einfach köstlich. Ich hab das Gefühl, das war's noch nicht. Meinst du? Weiß ich nicht, du. Weil Schild hinten passt, 10 km/h. Ja. Na, du fährst ein bisschen schneller. Kannst du ein bisschen runterbremsen? Hier blitzen sie, hab ich gehört. Echt? Ja, ich steht immer 50 auf dem Schild. Ich glaube, das ist schon richtig so. Oh nein, das ist jetzt schon wieder. Stefan! Stefan, lass mich vorbei! Den hab ich kommen sehen. Warte! Ansgar! Nee! Komm, fahr vorbei, komm. Fahr gegen Stein. Ja, schade. Jetzt haben wir's, jetzt stehen wir hier. Ja. Stolle die nächste. Denke hier an der. Ah, nee, die Kiefer. Hallo! Ja, die gute Kiefer! Ich bin zurückgefahren schon. Was ist denn jetzt hier los? Müssen sie auch zu den Kühen? Haben sie auch Futter dabei? Warte, ich drehe hier bei. Na komm, wir haben einen Einsatz. Wenn ihr solche Landwirte als Grüße... Das ist echt so verrückt. Einfach her, jetzt komm, fahr rein da. Komm, ich folg dir. Warte, Randy, lass uns vor. So, Hauptsache, Ansgar blinkt rechts, weißt du? Was passiert, wenn man angekommen ist? Dann muss man die Dings wegräumen. Achtung. Die Strohballen. Komm, mach! Ja, ich bin schon dabei. Nee, nicht du, der Werner. Der muss jetzt ein bisschen Gas geben, wenn er da ist. Damit du durchfahren kannst, oder was? Nee, damit er auch abladen kann. Also ich denke, es braucht mindestens zwei, um den Kram da wegzuräumen. Man muss sich da irgendwie eine Schneise schlagen, weil man im Kuhstall erst abladen kann. Also das ist, ärgerlicherweise hat der Landwirt nämlich, der ist ein bisschen krank. Deswegen hat er auch seine Kühe nicht füttern können.
Sehr gut. Und der hat ein Chaos auf seinem Hof schon immer gehabt und da haben sie immer gesagt, Udo, räum deinen Hof auf. Und jetzt heute ist es mal ein Thema, ne? Ein großes. Ja, ja. Herrlich. Und jetzt kommt die Feuerwehr hier auch noch. Hast du gesagt, ich habe was aus dem Ofen. Ja. Naja, wir angekommen sind, ist das Ding abgebrannt. Ich warte eigentlich nur auf die Kommentare zum Thema, das hat nichts mehr mit Landwirtschaftssimulator zu tun. Das womit? Ist kein Problem, dafür stehen wir mit unserem Namen. Mit Recht. Du. Bei Beschwerden bitte an den Sachsen-Let's Player wenden. Danke. Genau. Dein Manager macht das schon. Oh, Alter. Ist ein bisschen laut, Randy, ne? Nee. Kollision. Und ja. Du kannst hier nirgends wieder links und rechts machen. Danke, dass du sagst, dass du anhältst, aber ja. Schön, Leute. Köstlich. Ja, warte, jetzt müssen wir uns hier den Kram erstmal freiräumen. Freiorgeln. Alle? Ach, Grüße. Ich hab ein Brot im Ofen. Wo sind denn die, Ich glaube, das reicht schon, Werner. Ja, ich weiß, aber das hat ein bisschen gedauert. Ach so, ja, toll. Ja, da sind wir gerade recht. Ja. Oh, der Ansgar packt auch einmal quer. Dann siehst du mehr. Ah, sehe ich schon. Letzten Meter. Boah, Leute. Ich hab's gleich geschafft. Wieso wurde die Feuerwehr eigentlich gerufen? Weiß ich auch nicht. Das war mein Knoblauchbrot. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Ich bin da. Ja, lädst du ab? Nee, wird nicht angezeigt zum Abladen. Hier muss man abladen können. Einfach hier drücken. Manchmal setzt der Trigger halt aus. Ist das da? Muss man da rückwärts rein? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. Hier komme ich nicht mehr raus auf alle Fälle. Mhm. Ich glaube, wir sind die falschen Gangmänner. Oh, ja, wow. Ich glaube auch. Oh wow. Das ist der Gang daneben, Leute. Zurück. Ja, ist richtig. Ah, nee. Einmal zurückfahren. Oh, ja, warte. Alle, hör auf zu schieben, Mann. Panik, blanke Panik im Kuhstall. Blanke Panik, Ja, wenn ihr erstmal komplett hier. Weißt du, ja, erstmal ja, alles. Stopp, hör auf! Alle Momente, so. Ja, wenn ihr muss erstmal wieder zusammenpacken, weißt du, alle Schere ausgepackt, alles hier. Ja, so ja. Schief geben. Arsch. Oh Gott. Einer fällt falsch, alle fahren hinterher. Perfekt. Warte erstmal kurz ein Stück vor, damit ich ein bisschen gerader zurück kann. Dankeschön. Da müssen wir ja noch hier. Oh, nee. Oh, nee. Randy. Weiß ich nicht. Ja. Nee. Ich dachte, ich bin noch mit dem. Ist es jetzt frei hinter mir? Nein. Nee, warte, nein. Jetzt noch? Sekunde. Ach, hier. Ja, Werner, sieht gut aus. Achso, okay. Warte. Du führst uns hier alle in großes Unglück. Die Einzige, ja, die hier zuverlässig arbeiten, das sind die Ventilatoren. Der Rest macht hier nur Unfug. Aber warte, Randy macht uns den Weg frei. Das ist richtig. Können wir vielleicht ganz zurückfahren? Oder auch nicht. Hm. Warte ja, mal, ich hau die Scheiße. Werner, kannst du es jetzt mal lassen? Ich seh doch nichts. Ja. Es sind doch keine Spiegel dran. Der liebe Gott hat mal die Außenkamera erfunden. Ja, ich? Ja. Ich glaube, die ist erst im alles 22. Achso. Achso. Ja, hast du das DLC nicht? Das kann man doch DLC nicht. Vorbestellt in der Videobeschreibung. So. Medion. Oh nee. Oh nee, sag da, warte mal, Randy, lass mich mal kurz raus hier. So. Sag mal, Ansgar, das Rückwärtsfahren müssen wir nochmal üben, ne? Ja, wie? Kommst du mir rein? Randy, komm, den noch weg da und dann passt das. Der warte, mal zurück! Ja, aber ich kann nicht zurück, wenn Randy so arbeiten. Oh, ja, nee. Ja. Der Stefan macht jetzt gleich den 31er. Ja, macht er auch. Und tschüss. Randy, bleib stehen. Nee, Stefan, das kannst du nicht bringen. Das soll dich der Blitz treffen. So, einmal abladen, bitte. Das ist ja schön. Der Wahnsinn. Das Erster. Gibt's ja nicht. Ich bin fassungslos, Werner. Nächste Folge bin ich nicht mehr dabei, Jungs. Mach's gut. Warte, willst du vielleicht mal fahren? Jetzt, Werner, jetzt ist es sowieso. Jetzt ist was der machst du denn? Sie schleifen vor allen Dingen meinen Kfz. Ist mir doch egal. Ich muss hier ein bisschen weiter ausholen. Mensch, fahr doch vorbei! Ja, wo? Feuer nie gemacht!
Fährt da bis an der Feuerwehr herum. Was machst du da? Ich hab einen Ball unter dem Achsen. Ah, ich glaub, ich... Alter, ich schieb dich jetzt rein. Geh weg. Jo. Danke. Ja. Winner. Sehr gut. Ach, herrlich. Köstlich. Wie schmeckt der Sieg? Bitter, aber... Naja, gewonnen. Immerhin. Ja. So, wir gucken uns das Spektakel nochmal an. So, Hilde, mach mal Platz hier. Benni, schieb! Ja, na, du musst so ein großes vorwärts zu fahren, dass du hast... rückwärts fahren kann. Achso, ein Chaos sondergleichen. Du hast so einen großen Stepper. Jetzt. Einfach nur köstlich. Ah, jetzt geht's, Leute. Jetzt haben wir einen Storno. Ihr wollt halt einfach beide abladen. Ah. Aber Randy kriegt einen Ehrenpreis hier. Richtig. Den Feuerwehrpreis. Der Hausmeister. Der goldene Feuerwehrmann 2021. Ich nehme den Preis an. Ja, herzlichen Dank für den zweiten Platz. Ich sag mal so, ein verdienter zweiter Platz. Mhm, verdienter Erster. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da möchte ich jetzt mal, weiß ich nicht genau. Herzlichen Dank an den Werner fürs Wegfreiräumen. Mhm. Die Feuerwehr, ich weiß nicht, das ist heute der erste Tag. Ich weiß nicht, was die da hinten machen. Aber das sieht mir aus nach einem baldigen Werkstattbesuch. Naja, das ist halt Kinder, passt auf die Heuballen auf. So, und wie es zu dem Namen kommt, das erklärt euch der Randy in einer anderen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure letzten Worte? Danke. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Danke. Herzlichen Dank an den Stefan. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz an den Stefan. Ihr habt den zweiten Platz, der Werner den dritten und ja, Randy eigentlich nicht mal den vierten. Aber gut, hat er auch selbst eingesehen. Das war's für dieses Mal. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.